Kürzlich bin ich in Vladivostok gewesen. Vladivostok liegt strategisch günstig zwischen China, der koreanischen Halbinsel und Japan. Vladivostok spielt darum eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit der Neuen Seidenstraße. Mit der Neuen Seidenstraße will China seinen wirtschaftlichen Einfluss auf seine Nachbarländer ausdehnen. Für die einen ist das eine gute Nachricht, weil sie neue Absatzchancen für ihre Produkte und ihre Produktion sehen. Die anderen haben eher Angst davor. Sie haben Angst vor dem chinesischen Einfluss und sie haben auch Angst um die letzten Tiger und Leoparden, die in dieser Gegend leben. Wie weit das Projekt rund um die Neue Seidenstraße schon gediehen ist und was ein ökologischer Tunnel ist, das erfahrt ihr in meiner neuen Reportage über den fernen Osten von Russland. Viel Spass beim Lesen und bis zum nächsten Mal.